Ja, wieder. Helen. Nämlich zwei. Yeah. So geistreiche Aussprache hier. Was? Wieso? Egal. Kann Wir ihn wer wollten ihn sein? fast forwarden. Oh, ich lebe wieder. Ja. Was hast du gerade gesagt? Hab dich willkommen geheißen. Du willst Geheißen, oder? wandern gehen. Warum willst du wandern gehen? Weil das ein bisschen was mit Sport zu tun hat, wahrscheinlich. Gut möglich. Wie geht man wandern? Raum sondieren? Was? Ja. Du kannst nicht wandern gehen, oder? Schattenspringer zuordnen, ba 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 ba, zum Grundstück gehen? Nö. Lass mich doch erstmal auf Klo gehen. Ja. Und dann treibe ich Sport. Im Stehen. Schreien. Ich habe einen Punkt in Sauberkeit, ich darf das. Ja. Nicht hinlegen, Sport treiben. Ja. Draußen Springseil, ja, muss. Ja. Zeitung lesen. Kannst du auch. Ja. Passt besser. Sidestep. Diese Bewegungsabläufe sind sehr seltsam hier. So. Sport, Mechanik, schnarch, schnarch. Hopp. Acht. Acht. Bei mir geht's immer noch super. Ich habe immer noch alles voll. Ja, das ist seltsam irgendwie. Bin einfach der Beste. Ich habe am besten meine ganzen Ziele gesetzt. Ja, sieht so aus. Träume interpretieren? Na, gerade nicht. Insektarium. Ja. Aufflashenden Gedankenblasen hier. Wupp, stopp. Wohin? Das war mal dezent gleiches Aufwachen. Ja. Familie halt. Leg mich wieder hin. Nein, tu ich nicht. Was? Vögel beobachten. Und noch mehr Insekten fangen. Jo. Beobachte ich Vögel und spüre Insekten auf. Warum nicht? Also auf Hochdeutsch, du gräbst eingefrorene Regenwürmer aus der Erde. Jo. Kann Und an die legst sie dann Insekten auf diesen eben komischen Kasten. dachten, jo. So, was willst du? Mannschaft fürs Leben. Ach, richtig dabei, was? Vogel. Vogel. Du kannst nicht Also wenn schon. anrechnen. Und du hast auch kein Problem mit Komfort. Bitte, Dankeschön. Genug beobachtet. Was ist das? Flieger schon wieder. Diese. Ich sehe es, diese. Die Lampe, Lampe, genau, die Pflanze hat die Rechnung nicht gezahlt. Was? Nein. Oh, Konzert heute frei. Jo, wie es aussieht. Nein, Markus. Reden, plaudern, Interessen. Ist noch so irgendwas Wichtiges? Hab Schnee gefangen. Ja. Konz Konz muss könnte sich jetzt wieder mit eben. dringend seine Beziehung zum Postboten vertiefen. Außerdem hat er eh keinen Spaß gerade.
Oh, die neue Sportzeitung. Nee, die kommt einmal wöchentlich, ne? Ja. Ja. Luke, so look at you. Bad. Lass mich alle begrüßen. Ist nicht mehr. Weil er jetzt angefangen hat, seinen Job zu tun. Immer weiter, immer weiter. So reicht. Ich freue mich hier im Knorr, weil keine Insekten im Schnee stecken. Welch Wunder. Busch. Wenn Markus rezitiert irgendwelche Verse. Nein, er betrachtet mal Insekten. Die liegen aber da, Junge. Ich verstehe das ja alles gerade nicht. Der Schulbus ist da. Achso. Ja, gut, dann. Nee, man bauen? Nein. Zur Schule gehen. Ich hab Insekten, yay. Huch! Okay. Und er wurde von welchen angegriffen? Wie schafft man es, im tiefsten Winter einen westfrischen Wurm aufzuscheuchen? Ich weiß es nicht. Wir laufen der Stelle um mich herum. Oh Mann. Du bist echt so ein Held. Ja, irgendwie, ne? Ne Engel machen, ja. Weiter bauen. Nimm auch den Spaß weg. Oh, ein Schneemann, den baue ich zu Ende. Ja. Da hast du es bald, danke. Jetzt weg, alles gut. Schön. Jetzt brauche ich Komfort. Komisch. Ja. Bisschen was Spaß, ja, aber. Ach. Heim und Garten, ja. So, wie ich das wohl? Hey, Gatsu! Blasuna! Ablala! Lange Do! Ugda Do! Sonst ist hier nichts an Zeitung. Nö, nur das Nektarium. Honey! Malovna! Glum! Flipsibur! Hier steht's mit der Beziehung. Ganz gut. Da schnüren wir so ein Grünzeug hier auch noch. Ich hab's frei. Ja. Was habe ich eigentlich für Arbeitstage? Okay. Ich hab auch frei. Ja, wo bist du eigentlich gerade? Bist du im Bett? Ja. Ja, okay. Mal schauen, wie sehen die Bedürfnisse aus? Alles ganz okay eigentlich. Wenn ich fertig mit Lesen bin, kann ich Beste nehmen. Nein, nehmen. Vor allem brauche ich gar nicht mehr im Bett zu liegen, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe. Du brauchst auch nicht. Wen will ich anrufen? Was? Du willst irgendwen anrufen. Jemanden einladen willst du. Kannst ja, laden wir doch Niki ein. Niki einladen, eben. Ich glaube, die wird arbeiten jetzt mit Uhrzeit. Egal. Wart nix. Eben. Okay, jetzt müssen wir niemanden anrufen. Du musst über Hobbys nicht reden. Bälle werfen. Beiwerfen passt sogar sehr gut. Was? Beiwerfen passt sehr gut, ist Schrott. Jo. Nee, wahrscheinlich nicht. Ob er was. Ball werfen. Ja, warum nicht? Ja, aber eng mit Niki anfreunden. Mach mal ein andermal. Wenn's besser passt. Ich komm schon Labring Toast erstmal. Sandwiches. Gut. Ist noch einige übrig. Wenn er einzige Hunger hat, okay. Ja gut, dann kannst du schon mal wieder hinter mir herräumen und die Reste wieder weglegen. Aber gerne doch. Dann kannst du mich umarmen und flirten und so weiter und dann... küssen.
Ja. Da können wir Ball werfen spielen. Wenn Konstantin seinen Schneemann befingert. Oder du gehst ans Telefon, das wäre auch eine Lösung. Paff! Das Schneemann. Der ist nicht da. Wie ich immer alle Leute abwimmeln muss. Oh, ich konnte den gerade Spaß. Ja, dann kannst du mit dem Ballwerfen spielen. Da spielen. Dann kannst du eigentlich auch wieder, ne? Fertig, könnt ihr wieder aufhören. Ja, irgendwie, ne? Fangen spielen, ja, mehr Sport. Spielen, fangen. Fertig, Nexus. Insekten. Ich hab Zeit, komm. Ja, aber ich möchte nicht, dass du auch so ein Naturkerl wirst, red über deine Hobbys. Ja, gut. Ein stimmt, das ist ja auch noch ein Naturtyp reicht. Reden. Über Hobby reden. Über Hobby reden. Sport. Fertig, Nexus. Kannst du jetzt vielleicht wandern gehen? Hier irgendwie wandern. Ich wüsste auch nicht, wie man das macht, aber ist auch egal. Hey, ist das Dingsbums? Nein, das ist Jana. Nicht. Oh. Underrated. Ich finde, der Schneemann steht aber perfekt eigentlich da vorne. Jo. Floppy schätzen. Ja, gut. Doch, fangen. Ja, dann. Das Flirten, wo Schätzen drin hängt. Nicht unbedingt. Wertschätzen. Ja. Was mit Wertschätzen? Rückenkraulen, nein, bewundern, vielen Dank. Muss mir hier keinen eigenen Kater anschaffen. Nope. Dann nicht. Hier. Du brauchst Spaß, ja. Spielen werden wir irgendwas. Wir fangen, vielleicht ist hier Platz genug. Jaha. Kein Nervenzusammenbruch kriegen, bitteschön, danke. Ja? Gut. Gut. Jetzt spielt. Kalt, ja, ihm ist kalt. Egal. Ich schön, dass gerade nur der Schatten Ball hat. Schatten, andersrum, der Ball Schatten hat. Mhm. Weil ich die vier Sims ausschalten muss, weil sonst diese fiesen schwarzen Rechtecke da vorkommen. Okay. Komfort habe ich eigentlich quasi genug. Dann noch einmal aufs Klo, einmal und die Duschen, dann können wir eigentlich irgendwo hinweggehen. Da wir alle heute frei haben. Habt ihr noch Bedürfnisse, die gestillt werden müssen? Ja. Obwohl, wenn ich frei habe, könnte ich mal schauen, ob man eventuell Niki besuchen kann. Gucken, wie die so wohnt. Ja, aber ich glaube, es ist gerade erstmal wichtiger, dass wir Nachbarn uns gerade kennenlernen. Niki ist eine Nachbarin. Irgendwo. Ja, eben irgendwo. Irgendwo Bauer. Wohnt die bestimmt. Ui, Spannungsschwankungen. Wie hieß sie? Steht nur Vorname drin. Okay. Link. Licht aus, Link. Ja, gut. Okay, meine Lampe hat also gerade einen Geist aufgegeben. Das ist sehr schön. Echt? Bei dir selber? Ja. Nice. Also ich sehe keine Nicky hier im Moment. Ich kann im Dunkeln nicht spielen. Moment, ich muss erstmal das andere Licht anmachen. Wie gut, dass ich zwei Lichter im Zimmer habe. Definitiv. Das
War aber jetzt schon seltsam. Eigentlich müsste die Lampe noch ein paar tausend Stunden leben. Moment, ist der Schnee weg? Wow. Jo, es wird Frühling. Krass. Aber wir haben immer keinen Sommer. Frühling geht den Herbst über. Das ist irgendwie deprimierend. Wie dem auch sei, so, wer wollte nochmal was? Ja, du musst alles machen und ich muss duschen. Ich habe schon geduscht, okay. Mach ich halt kurz sauber. Wir haben Fenster und dann Markus, okay. Whatever. So, komm vor und vorhin kriege ich dann unterwegs. Dann rufe ich schon mal das Taxi. Weil wir ein Taxi brauchen. Was ist er? Nein. Wow. Hallo, oder? Ja, Markus ist ja gerade nicht da. Naja. Aber eigentlich, komm. Nee, der ist nicht da. Was könnte dabei schon schief gehen? Lass ihn raus. Okay. Jetzt ist er wieder da. Nice. Timing. Was? Ja, toll. Ja, Gemeindezentrum wahrscheinlich, ne? Boutique wollen wir bestimmt nicht. Aber er freut sich, weil er irgendwie ein gutes Zeugnis oder so bekommen hat. Gut möglich, ja, sieht so aus. Hat das mir was gebracht? Ist er ein Überflieger? Nö. Okay. Auch nicht wahrscheinlich. Muss er wahrscheinlich dreimal schaffen oder so, keine Ahnung. Dann auf. Der muss wahrscheinlich der beste Schüler seit es die Sims gibt werden. Hör auf zu duschen. Hygiene ist überbewertet. Wo ist die ganze Energie hin? Na super. Egal. Tschüss. Okay. Was denn? Das ist ein Wendehammer. Ja. Hätte eigentlich trotzdem direkt wenden können. Ist ja kein Auto da gewesen auf der Straße. Sunscreen. Beste Musik. Tja, nö. Und vor allem eigentlich hätte er ja ein Taxi, ne? Eben. Dubstep. Nicht ganz, aber. Geschafft. Yay. Ach, hier waren wir schon mal. Eben. Vielleicht ist ja Niki wieder hier. Wer weiß. Zweifel ist aber sehr stark. Gerade scheint noch niemand hier zu sein. Die kommen wohl noch. Oh, man könnte Niki hier einladen vielleicht. Wirklich? Nö, man könnte Taxi rufen. Ja, ich habe ein Handy, glaube ich. Da sind Menschen. Ein Handys gibt's ja noch nicht. Paul Heinzelmann und Monja Göttgens. Du hast ein Energieproblem, ja super, toll für dich. Weil das da vorne ist ja wirklich nur ein Taxiruf. Ja, ja. Aber da drin ist doch ein Telefon, oder? Hängt da nicht ein Telefon irgendwo? Kakao machen. Ich sehe ja kein Telefon, siehst du ein Telefon? Ich hab gehofft, hier wäre eins. Da ist ein Telefon, ja. Aber da kann man nicht dran. Ich hab bloß eine Alarmanlage. Wer weiß. Ne, ist ein Telefon. Ne, ist ein Telefon. Dann gehen wir da erstmal rein und schauen wir es an. Wer weiß. Mach mal Feuer. Komisches Gemeindezentrum.
Du stehst Familie hier. Von der Stein hat einen riesigen Feuerwehrangriff zu zahlen, weil er es gemeint in sein Notbrett gesteckt hat. Jo. Super. Du gehst Eiskunstlaufen, okay. Danke, dann konntest du mit dem alten Sack ausfahren. Ist das nicht Sport? Dann könnte ich das doch auch machen. Ja, machst du doch auch. Oder wollte ich. Achso, das war ich. Okay. Sorry. Tada. Perfekt. Ich werde sportlich as fuck. Was Besseres zu tun? Fall rumsitzen. Ja, definitiv. Mutzigen Witz anhören. Nein. Rollschuh laufen. Schlittschuh laufen, wollte gerade sagen. Das ist mir im Winter eine Schlittschuhbahn, glaube ich. Hm. Wer kann schmutzigen Witz erzählen, du willst mitmachen? Und fertig? Nö, du läufst weiter. Also irgendwie willst du nicht so ganz, ha? Gibt ja irgendwie auch nicht viele Sportpunkte, wie es scheint. Ja. War ja bisher auch nicht wirklich viel. Was sagt Konstantin in der Zwischenzeit? Den Kerl da quatschen, okay. Na dann. Zusammen was war das? Tanzen. Sicher doch. Anschlag und plaudern und flirten will ich mal nicht antun. Witz erzählen. Yay, Witze. Du bist schon wieder da weg. Los, weiter. Schubst Markus erstmal um. Immer im Kreis, immer im Kreis. Ich mach nur Halbkreise. Ja, ist irgendwie bist du ein bisschen was. Dann eben nicht. Kann ich einfach hier seilspringen vielleicht? Mitspielen. Kannst du auch, ja. Wäre, glaube ich, der beste Ort hierfür. Jetzt Seilspring. Willst du wieder laufen, ach, Junge. Das. Hey, Timo. Okay. Danach kannst du Seil springen. Aber das dann auch gerne gleich 12 Mal oder so. Scheuch, scheuch, ja, ja. Hängt. Korrekt. Jetzt nicht mehr. Huch, ah, deswegen hängt's. Diese Quark. Krass böse Hexe. Mhm. Wer möchte verhext werden von uns? Wer möchte sich zur Freundin haben? Konstantin. Bei mir klar. Seine Schuld. Ja. Er bricht uns eh gleich zusammen, von daher, hey. Diese Quark begrüßen. Mach erstmal die anderen. Sie tabert schon. Jo, tut sie. Hast du sie gerade einen Blitz abgefeuert? Ja. Schön. Wie wär's, wenn man mal einfach. Wenn man mal einfach. Er begrüßt nicht mehr. Nö, er zerstampft Insekten. Sie grüßen. Mach ich. Ich soll euch zerstampfen, aha. Ja, die hat anscheinend irgendwie Insekten hier raufbeschworen. Logik. Das ist gut. Auch ich, und wenn du nichts Besseres zu tun hast, kannst du mitmachen. Passt. Eigentlich wollte ich immer noch Seilchen springen, wie du vielleicht weißt. Ja, ich weiß, aber das ist irgendwie. Sport ist das Einzige, was ich für meinen Job gerade brauche. Ist auch wieder wahr. Dann. Mal Seilchen springen. Achso, das ist Markus gewesen, nicht du.
Hast du hier genug Platz? Ja, gut. Springseil. Lass das Spiel schon wieder hängen. Reicht. Wie will er dies? Das da? Jetzt sind wir alle da vorne? Was? Du sollst die begrüßen. Du sollst nicht sitzen. Du sollst Schach spielen. War doch jetzt schon, was ich brauchte, ne? Wochen brauchte ich und dann erst Logik. Dann spielst du als. Ja, komm, spielst du aus dem Schach. Mir egal. Logik ist auf Klo. Hast du? Geraldine. Diese Namen hier sind fast schon wieder Tapeten. Ja. Reden, plaudern. Plaudern und Witz erzählen und nochmal plaudern. Und dann flirten. Ich glaube, wenn man eine krass böse Hexe zur Freundin hat, sollte man nicht fremd gehen. Möglich. Irgendwie habe ich ein Gefühl, dass er mit dem Gespräch einschlafen wird. Ja. Wird lustig. Die krass, krass böse Hexe als allererstes anfreunden. Abhängen. Immer gut. Er kann nämlich, glaube ich, nicht bei umfallen. Oh, der bricht wirklich gleich zusammen. So, wie jetzt beim Spaß? Du auch? Nö, du sitzt schon wieder. Junge. Ball springen. Obwohl das auch kein. Obwohl Seilspringen auch keine Leiste füllt. Doch. Keine Sportleiste. Da braucht man, glaube ich, echt Trainingsgeräte. Als Erinnerung, dass es das tut. Naja, gut. Okay, die ist nicht verknallt. Das war einfach. Irgendwie, ja. Aber hier Sportgeräte gibt's keine, ne? Nö, nope. Müssen wir kaufen. Machen wir dann bald mal. Mann. Ja, dann mach du, was du willst. Wir momentan üben. Einfach, Cons freut sich mit jedem an. Ja, er hat mit dem alten Sack sich angefreundet. Die wird jetzt seine Freundin oder so. Mhm. Erstmal abhängen, okay. Im Garnen. Gefällt dir, was du siehst? Nicht zerstört. Sexy. Konz scheint happy zu sein, ja? Mhm. Jo. Mache Chemie zwar nur, aber immerhin. Diese Quark, die krass böse Hexe. Jo. Haben wir jetzt Insekten, das ist wundervoll. Schachspielen füllt aber auch keine Leiste. In dem Fall. Tut's aber auch normalerweise. Ist das nur wahrscheinlich nur, wenn man es auch lernen muss. Doch, doch, das füllt immer einen Leisten. Wahrscheinlich nicht im Community-Bereich halt, wie gesagt. Kann sein. Naja. Dann halt wieder nach Hause. So freut sich der Katze an. Auch gut. Kann mal recht sein.
Einfach Naturmensch. Jo. Wollen wir dann langsam mal alle heim oder so? Weil viel passiert tut nicht. Ja, ich rufe gerade das Taxi. Den Heulkraft bekommt wegen Insekten auch schön. Ups. Tschüss. Nach Hause. Auf und kommst hierher. Ja. Du liebst, das ist sehr schön. Ja, ich hatte halt ganz vorher gesprungen, ne? Tolle Familie, ja, ja. Auch geht eigentlich noch. Wenn wir zu Hause sind, kaufen wir erstmal das billigste Sportgerät, was wir finden können. Ja. Und wir können eigentlich auch gerne draußen einen Schachtisch hinstellen, wenn du willst. So. Auch wenn wir ihn eigentlich gerade nicht brauchen. Begrüßt werden? Nein. Sozial, eh. Hans, wo läufst du hin? Kannst du uns gerne begrüßen, wenn du uns nach Hause folgst. Hause. Ich zerte Ampeln nach Hause. Irgendwie doof? Ja, irgendwie, ne? Gib mir gleich noch weg. Das? Date bitten. Ja, super. Jetzt machen müssen, dass ich noch da war. Ja. Ja, wenn das Date abgelehnt wird, ist ja auch nicht gut. Ja. Zurück nach Hause. Ja, ja. Ja, ja. So, ich habe mir gerade wo wir das Sportgerät hinstellen, was das kleinste und beste Sportgerät ist. Also, legst du. Das werden wir gleich sehen. Ansonsten einfach in den Garten. Ja, ist ja bald klar. Nicht mehr so kalt. So, wer braucht was am dringendsten? Achso, wir müssen erst warten, bis wir ankommen, bis sie es jetzt resettet haben. Und dann müssen wir eigentlich alle schlafen. Zack. Irgendwie. Holy shit. Ja, schlafen. Dringend. Bei dir geht's noch. Du musst erstmal duschen. Und dann schlafen. Wenn das alles geklärt ist. Auch am dringendsten schlafen. Markus. Dann auch. Wird eingekauft. Gut. Wenn alle pennen, dann kann man ja einkaufen. Jo. Perfekt. Alle der Reihe nach. Njup. 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 Alle in eine andere Ecke des Zimmers. Cool. Shopping. Zack, ist der Schnee weg. So, Sport. Ich denke nicht. Ich glaube, das macht keinen Sport. Ich glaube, das bringt einem keinen Sportpunkte. Ja, da ist genau, das Körper. Können wir uns auch kaufen? Was? 10? Wow. Nee. Das gibt Umgebungspunkte. Ja. Ist auch so teuer, ich weiß. Also wenn dann das Kleinste, was einem die Punkte dafür gibt, reicht auf jeden Fall. Ja, Kleinste wäre ja der Superheim-Trainer. Ja, wir würden es eh rausstellen wahrscheinlich, so ist nicht. Du. Dann das Billigste, was Körper gibt. Hat dann gleich. So. Ja, willst du. Ja, die Liegebank sieht cool aus. Beintraining, da. Ja. Butterfly-Kraftstation. Stellen wir da einfach hinter das Haus. Oder an die Hauswand irgendwie so. Seitlich. Variieren. Ich meinte eigentlich an die andere Hauswand, aber okay. Nein. Hier? Seitlich. Achso. Ah, ja. Falsch rum. Egal, passt. Doch egal.
Geil. Das. Schachtisch. Oh, war das Schachtisch? Wahrscheinlich. Unter verschieden ist wahrscheinlich, oder? Ne, hab ich eben nachgesehen. Ne, da, oder? Da warst du auch gerade. Ja. Fünfte. Genau. Salon-Schachtisch. Spaß 7, Spaß 7. Was ist billiger dran? Stühle braucht man ja nicht. Einfach hinter das Haus, oder? Oder irgendwo hin, wir haben Platz, Viole. Doch, Stühle braucht man, glaube ich, dafür. Dann nehmen wir die billigsten Gartenstühle. Eben. Ah ne, Moment, die haben wir drin. Nehmen wir diese hier. Ihr könnt es auch einfach nehmen, die ist scheißegal, ist billig. Zwei Stühle, einen da, einen auf der anderen Seite, fertig. Dann. Die Stühle, die sich gerade selbst angeschoben haben, sah cool aus. Jo. Kann man gar nicht drauf sehen hier auf dem Schachtisch. Ja, weil der zugeklappt ist. Nee, weil er zugeschneit ist. Nein, das ist eine Klappe. Ja, da drunter sind die Figuren. Da muss Schnee drauf, ich kenne den Schachtisch. Hier ist warm. Hör auf, heiß duschen. Kostet uns auch weniger. Pen. Jetzt geht der Tag schneller vorbei. Was? Aha. Okay. Whatever. Sind wir nicht schuld, wenn der Postbote nur einmal am Tag kommt? Yay! Du weißt, du heißt, was das meist. Ja, super. Ich darf jetzt die ganze Nacht durchtrainieren. Genau. So, Reste nehmen. Wirklich viel kochen tun wir nicht. Reste reichen irgendwie für viele Tage. Ja. Und Shuffle. Will beobachten, Säcken sammeln. Okay. Lame. Ja. Niemand umstoßen, ja, sozial. Mhm. Nur noch eins da. Okay, und wer hat noch Hunger? Alle irgendwie, ne? Ja. Ganz am dringendsten. Kannst ja gleich doch noch kochen. Jo, mach ich auch. Aber ein schönes Mittagessen, oder? Ja, Moment, erst danach mal auf Klo. Und dann. Zu bereiten. Mal. Ich kann noch nicht viel kochen. So, gut, das. Meanwhile. Der kann weiter pennen und du. Bist auch gleich auf Klo. Mach das jetzt schon mal. Hast ja genug Energie. Jo. Danach wird erstmal richtig gepumpt. Das ist ja eine Banane einfach. Schau mal, die Wünsche passen sogar. Jo. Ja, aber das ist alles irgendwas anderes. Ja, aber es ist trotzdem sportlich alles. Ja, klar. So, danach kannst du hinter uns herräumen. Und danach dich erstmal ganz dringend sofort. Workouten. Ja, da steht ein Teller. Jo, vielleicht nicht mehr. Mach's einfach auf dem Tisch. Egal. Jetzt nicht mehr. Ist da noch Kaffee drin? Ja, ist noch Kaffee drin. Trinken wir aber nicht. Du musst duschen, Junge. Danach auf Klo. Noch dringend zwei Badezimmer. Wie gesagt. Ja, ja. Also brauchen wir erstmal dringend Geld für. Und jetzt?
Und jetzt was? Ja, nachdem ich deine abgespült habe. Spülst du weiter ab und dann essen wir zusammen. Ich find's schön, wie du immer meine Tätigkeiten aufschiebst. Wieso? Ist nur so. Oh, verbrannt. Okay. GG. Schmeiß weg sofort. Obwohl, ich will das anscheinend essen, bitte. Sieht so aus, ja. Aufräumen. Jo, das wird nicht gegessen. Versuchen wir es nochmal. Haben wir noch genug Zeug? So. Nein, du tust jetzt nichts essen. Dazu kannst du schon mal trainieren. Im Schnee. Was ist das? Wie bitte? Wie bitte? Und dann von Markus angequatscht werden. Der Kerl ist irgendwie leicht pervers. Das war so eingestellt, glaube ich. Von uns. Wüsste ich nicht. Erstmal wieder beim Trainieren zuschauen, das ist ganz wichtig. Ja, Moment, ich muss mal gucken. Anzörner, Koch, Koch, ja, Wir haben wir da nicht eingestellt, wirklich. Ja. Ah, genau, hier gibt's die Punkte. Ah. Ich habe viel Natur, du hast relativ viel Sport. 3 Sport, perfekt. Geht. Ganz hoch. Schön. Nein! Ich mach schon was zu essen. Diesmal hoffentlich vernünftig. Ja, auf, aus dem Kühlschrank zu fressen! Mach die Zeitung weg. Hoffen, hoffen. Yay! Gelungen. GG. Zum Essen rufen wahrscheinlich alle? Ja. Haushalt. Oh, Lingoto. Was waren eigentlich meine Sportklamotten? Diese. Ach ja, richtig. Die Glatze. Stimmt, ich habe hier eigentlich gar keine Haare. Deswegen trage ich hier. Sind das Beret oder wie auch immer das sind. Jo. Und da gehen meine Bildschirme aus. Halbe Stunde lang nicht die Maus bewegt. Na super. Und wieder an. Essen. Essen. La possible, bro. Lass Kopf. Qui fam la copa. Essen. Keuch, keuch. Puff, puff. Hör auf zu trainieren, geh essen. Automatischerweise nicht in dem Aufzug. Doch. Jetzt denken wir alle über dich nach. Alarm, Alarm. Notfall. Holy shit, wie wir alle fressen. Hört auf, über mich zu reden. Ich weiß, dass ich super bin. Eigentlich sollte man nicht. Ich bin Wächter, ja. Ich bin Wärter. Ich stecke auch Leute ins Gefängnis, das ist korrekt. Das heißt, wir essen wie Konstantin. Aber nicht immer. Ich stecke nicht Leute immer. Ich sitze auch teilweise hinter einem Schreibtisch und überwache Leute und mache PCs kaputt. Schon toll. Und wie ist es denn, im Schreibtisch zu sitzen? Muss man bestimmt sehr intelligent für sein. Matsch, Matsch, Schlabber. Ja, Intelligenz ist schon nötig. Schon praktisch. Machst du Freunde mit. Aufgegessen, kannst immer noch Hunger.
Abspülen. Korn ist gegessen. Korn ist Hunger. Weiter essen. Ja, Freunde, das ist wichtig. Ich habe Freunde im Schulbus. Die wohnen da drin. Ich habe Freunde im Schulbus. Ja. Ich habe Freunde im Schulbus. In der Schule selbst nicht. Hat du noch Hunger? Der Busfahrer ist mein Freund. Abspülen, Schüssel nehmen. Der Busfahrer ist mein Freund. Also, komm, was? Der Busfahrer? Sonst räumt schon alles. Okay. Hab ich noch Hunger? Gießchen. Schüssel nehmen. Achso, okay, mach Zimmer. Ja, gut. Ja, mach zwei Spülen. Ein Kommentar? Okay. Diese Suppe ist nicht mathematisch. Diese Suppe ist nicht logisch. Diese Suppe ist leer. Wir sind gut. Ich muss weiter trainieren eigentlich. Ich muss anscheinend... Was tue ich? Was tue ich? Nein, was tue ich? Pennen. Oh, brauche ich pennen? Nein, muss ich. Nein, muss weiter zum Sport treiben. Trainieren. So, was macht Kunz? Der schaut sich die Insektensammlung an. An. Okay. Die soll ich mir einfach wegschmeißen, ganz ehrlich. Dann stören die nicht mehr. Bitte. Wird gebraucht, okay. Ja. Das Seil springen, ein Tu-Seil springen. Warum machen wir Seil? Aber nur leicht. Nur leicht, ja. Weil er sehr sportbegeistert ist. Der hat jetzt, glaube ich, unser das eine Magazin, was da rumlag, schon zweimal gelesen. Ah ja. Der hat mehr Sportbegeisterung als ich, glaube ich. Bezweiflich. Danach. Wo war das hier? Du hast Sport 2, ja? Ja, glaube ich, mehr. Sport 4. Ja, okay. Ich war gerade eben noch auf 3, aber das ist wieder gesunken anscheinend. Ich glaube, durch den praktischen Übung merke ich, dass Sport gar nicht so toll ist. Ja, du keuchst sehr viel beim Sport. Oh, das wird schon noch besser. Puff, puff. Puff, puff. Weiter. Ja, ich kann ganze 3 Kilo heben. Ja. Mann. So, kann ich jetzt das Insektenzeug wegschmeißen? Danke. Training geht doch relativ gut voran. Jo. Du bist heiß. Wenn ich in einen Punkt nämlich habe, will ich nicht aufsteigen. Ja. Keuch. Hat Markus eigentlich Hausaufgaben? Nö, okay. Warum hat er keine Hausaufgaben? Egal. Nur liegen die schon irgendwo rum. Liegen hier rum. Ist ein Pickel. Toll, Pubertät. Nein, du gehst nicht pennen, du räumst hier alles auf. Danach kann auch irgendwie die ganzen Bücher wegräumen, theoretisch, aber... Oh. Ein Dachs? Stinkt hier. Ha, das mag man hier bestimmt sehr gerne. In deinem momentanen Zustand? Ja. Aber ich muss weiter trainieren. Ja. Ich muss bis zu meinem nächsten Arbeitstag. Also heute. Dark genug sein. Kuchen säubern. Säubern. Meine Beförderung zu verdienen. Säubern. Säubern. Das ist alles noch gar nicht richtig dreckig, aber egal. Säubern. Egal. Aber keines wichtig. Ja, stinkt hier. Komm, Spaß. Die steht da auch schon sehr lange. Ja. Aber da oben ist die Leiste, ja wirklich, das wird eine Leiste. Wahrscheinlich noch relativ langsam.
Ja, ja. Achso, der sitzt am Boden, macht er sogar. Okay. Ja, solange er sie macht. So. Soll ich ihm wieder helfen? Ja, ich noch. Solltest du das am besten jetzt tun? Ja, hör mal auf. Weil noch hat er erst die Hälfte beendet. Ja. Kannst du im Spiegel mal Acne-Creme verwenden. Das Vieh mag mich wirklich gerade, wie es scheint. Ja. Ich werde nicht duschen, bevor ich diesen Punkt habe. Renato, Renato! Ja, ja. Nein, nicht schlafen. Gebeten werden. Hab's ja gleich, ja. Nicht mehr lange. Kannst du mir aufhören? Ich schieß ganz hinter ihm. Bücher mal wegräumen. Wenn er da durchkommt. Kommt er nicht. Doch, eventuell. Zweifel aber stark. Passt. Jo. Es ist schön, wie du ihm aus sicherer Entfernung bist. Ja. Also von dem, was ich von hier aus lesen kann, ist das ein Hausaufgabenheft. Ja. Und noch eins. Ja, ein Körperpunkt. Machst du weiter? Oh, sieht jetzt echt sexy aus. All night long? Es wird schön, dass das da steht. Ja klar, gerne. Trotz Hyäne. Ja. Bis ich braun anlaufe und dann... Was willst du? Was? Junge. Ach, setz ihn einfach mal in den PC vorerst. Oder braucht er gerade was zu tun? Nö, eigentlich gerade nicht. Nein, Markus nicht. Ich. Akquirieren wirkt nicht. Spielen. Jogadug! The fuck! Trophy. So, ich geh ins Bett. Was macht Konstantin? Auch pennen. Okay. Wir haben also einen Gamer und einen Kerl, der draußen stinkenderweise neben dem Haus trainiert. Ja, besser als drinnen, oder? Ja. Habe ich eigentlich immer noch drei oder mache ich nur vier oder so? Immer noch drei, ne? Da. Zwei. Das ist Zeit, es geht um die Gewichte. So. Er ist noch drei. Schade. Das könnte dauern. Er kann jetzt joggen gehen, ja. Ja. Theoretisch. Aber auch rangehen praktisch ist aber nicht. Sache. Jo. Ach, Konstantin muss gleich auf Arbeit. Jo. Ich erst wieder um 8. Mhm. So, dann stehen wir auf und ich muss auch aufstehen, weil ich das Essen machen muss. Zubereiten. Mal die gefüllte Waffeln. Ist eigentlich ein Unterschied? Nö, dasselbe. Okay. Marc war die ganze Nacht wach. Läuft super. Ich zurück, auch. Zurück an den PC. Ja, aber du kannst schlafen, Marc. Du musst zur Schule. Nein, stimmt. Samstag. Okay, alles gut. Nein, hör auf. Böse. Dann auf. Mikro schnüffeln, jawohl. Kaputt. Und wegräumen und nochmal versuchen. Jo. Schiefertafeln. Ja.
Halt, stopp. Warum ist Markus jetzt auf einmal auf Platin-Level? Da ist gar nichts passiert. Holy shit, der ist voll happy drauf, Alter. Ja. Das schafft man nicht mal eben so. Nein, komm, du willst die Waffe nicht fressen. Vertrau mir, die willst du nicht essen. Abspülen. Neu machen. Ah, du kannst mehr machen jetzt. Ja, weil ich auf den Kühlschrank geklickt habe. Eben was auf dem Herd. Ah. Gruppe mal. Ja, mache ich Müsli. Ist schon einfach, das kann ich nicht am Rennen lassen, glaube ich. Bin ich Homer Simpson. Oder Lea. Oder Lea. Ja gut, dann geh halt hungrig zur Arbeit, soll mir auch recht sein. Ich sitze da immer noch, einfach schon die ganze Nacht über. Die Energie ist noch da. Eben. Hast du was Hunger, aber ansonsten? Ja, den Hunger, den habe ich ja fertig. Das ist ja... Oh, komplett. Ist das nicht deine Freundin auf der Milchtüte gerade? Ja. Milch habe ich gekauft. Zum Essen rufen, Haushalt. Genau, dann kann ich jetzt damit aufhören, dann esse ich was, dann gehe ich duschen, dann mache ich weiter. Perfekt. Jo. Und wenn ich dann müde bin, gehe ich pennen und dann gehe ich zur Arbeit. Ich bin so einfach zu... managen einfach. Boah, ich fühle mich stark. Okay, ich gehe erst duschen. Ja, ist glaube ich besser so. Für alle Beteiligten. Weil nämlich dieser... Der Kranz ist eigentlich so ein Halb-Toupet, weißt du? Aha, okay. Überhalb dieses Kranzes sind die Haare nicht echt. Hm. Ich habe keine echt, aber auf dem Kopf. Das sieht man, wenn ich Sport treibe. Habe ich irgendwas Wichtiges? Mhm. Nö, auf Klo kann ich auch da gehen. Zöpfchen. Aber wenn Markus schon mal für dich eindeckt, dann kann ich auch mitessen. Eben. GG. Liegen wenigstens auf dem Teppich. Ja. Hast du es bald mal? Hätten wir eine bessere Dusche, wäre das schneller. Aber wir haben nicht genug Geld für was anderes. Ich mein Fett, die Müsli ist ein bisschen was viel. Egal. Ich hatte einen Wissenschaftler so. Warum leuchtet es hier? Weißt du, weil du sportlich geworden bist. Wo hat man das nochmal gesehen? Da. Ja, Fitness. Cool. Voll athletisch. Ja, tut mir leid, das ist ein Chemiefläschchen. Ja, neuer Kolben. Weiß, deswegen habe ich es gerade gesagt. Duschen! Danach, ja, brr. Bocken, nehme ich an. College. Aufs College gelände ziehen, bam, so einfach geht das, weg ist er für immer. Ja, ich dachte, dann muss ich ihn vorwiegend spielen. Das ist auch langweilig. Ja, korrekt. Er kriegt keine höhere Bildung. Wenn du fertig bist, kannst du die Reste weglegen und für mich aufessen. Rosalinde Baum. So viele Naturanspielungen hier. Unglaublich. Wieder einen Tag rum, es ist nicht wirklich viel passiert im Haushalt. Doch, wir haben Geld ausgegeben.
Ja, und nichts dazu gekriegt, weil alle frei hatten. Mhm. Fürchterlich Freizeit. Müsste mal verbieten. 27 Stunden Arbeitstage. Ja,